Das Gute ist, wir könnten aufs andere Dach, da sind wir so ein Flachdach. Weißt du, was ich meine? Hier kann man sich auch gut hinsetzen, man hat das auch ein bisschen im Blick. Und er sieht uns auch nicht sofort. Echt? Aha, wow. Hallo, low profile. Auto. Das ist der Böffler, der langsam nach dem wieder Gas gibt. Und der umdreht. Wenn es die kleine Fotze ist, ne? Es ist gut, dass wir können von hier aus schön auf die Straße gucken, aber man kann uns nicht von der Straße aus so gut sehen. Außer wenn er jetzt hier von oben kommen würde, von Pounder-Ecke so, dann ja, aber von da unten, ah. Ich zerfetze ihn richtig jetzt. Aha. Warte mal. Ich wollte jetzt gerade gucken. Der... Ups. Wo ist der? Hinterm Baum. Das ist Suarez, ich schwör's dir. Ich hoffe nur, dass er mit Waffe aussteigt. Ich hab Angst. Würde ich die Leitstelle anrufen, das ist Suarez. Ich weiß, ja, hundertprozentig. Muss du dann nicht hier stehen und stalken? Ich habe Angst gerade, richtig Angst. Ich meine, er sieht uns so oder so. Mir scheißegal, wenn ich jetzt anrufe. Ich rufe jetzt an. Das geht mir so auf den Sack. Geh dran, geh dran, geh dran. Bitte, 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 geh dran. Ruf du mal Leitstelle an, bitte. Ruf du Leitstelle an. Ich versuche ständig anzurufen. Besetzt. Schwarze. Na, schon. Scheiße, Schnellburg geht gerade nicht dran. Ist der noch im Dienst? Er ist auch nicht mehr da. O'Connor, 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 O'Connor. Bitte, 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 geh dran. O'Connor, ich brauch dich. Oder einer von euch, bitte. Wirst du verfolgt?
Suarez ist es hundertprozentig wieder bei mir, der stalkt mich von anderen Grundstück aus. Schwarz gekleidete Person. Du bist jetzt gerade nicht verfolgt. Ich bin gerade bei mir zu Hause mit Forrest. Das ist Frau Costa, die verfolgt wird. Die Frau Costa wird aber gerade gestalkt. Ja, von Suarez, hundertprozentig wieder Suarez. Von dem PD-Kollegen. Der steht auf einem anderen Parkhaus. Der ist eben an meinem Haus langsam vorbei, schnell wieder hoch und schnell wieder runter und es steht auf einem anderen Grundstück, also und beobachtet uns. Nee, der ist im Auto, beobachtet uns. Beobachtet ihr anscheinend. Schwarzes Fahrzeug. Gerne mal anfahren. Schwarzer Drifter. Mit einem Pommes-Stick hinten drauf. 607. 45. Ja, aber ich habe Angst gerade. Nicht, dass er es jetzt wirklich ist. Yeah. Ich denke mir schon so, weil er hat mich eben auch wieder angerufen. Wir fahren auch mal hin. Bitte, ich brauche echt Hilfe, weil Leitstelle bin ich nicht erreicht bekommen. Sternburger ist nicht rangegangen und... Er ist außer Dienst. Suarez ist, glaube ich, auch weg vom Fenster. Ich weiß, wo Frau Costa wohnt. Wir fahren dahin. Weil ich bin nicht alleine, Forrest ist bei mir, aber wir trauen uns jetzt nicht vom Dach runter. Gegenüber von meinem Haus saß ein schwarzer Drifter, den da. Ja, wir rennen, wir sind im PD, haben gerade noch mit Fischer geredet. Weil der stalkt die gerade. Der hat direkt auch das Ganze gesagt, wenn das sich gleich befürwortet, dann... Wenn das Suarez ist, ne? Ach scheiße, stimmt, der wäre da geparkt. Hier, wer fährt denn hier immer da dauernd vorbei bei mir im Haus? Also, wenn das Suarez wirklich ist und es beschädigt sich, dann hat Fischer gesagt, gibt es ein Leitstellenverbot für 608. Nein, 607. Ich wohne 607 und gegenüber das Haus ist, ist direkt das gegenüber das Haus. Das steht ein schwarzer Drifter in der Einfahrt. Und mit einer schwarzen Person drinne. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Suarez ist, das sorgt, sonst wird nicht jemand aufs Haus gucken. Ich gehe auch nicht vom Dach runter, Forrest sitzt bei mir. Was für ein Fahrzeug? Ein schwarzer Drifter mit einer Pommes-Theke. Steht wo? Gegenüber von meinem Haus in der Einfahrt. Also gegenüber, von deinem Haus, okay. In der Einfahrt. Steht da mittendrin, die Person sitzt drin. Wenn das Suarez ist, der hat gerade eben eine Anzeige kassiert. Ich habe eben eine Anzeige aufgegeben gegen Stalking. Und da habe ich eben ungefähr 10 Minuten vorher nochmal angerufen. Und auf einmal taucht das Auto hier auf. Wenn das Suarez ist, nimmt den fest, der soll weg. Der soll sich von mir entfernen. Geht's den Kollegen gut? Ja, geht's okay. Wenn das wirklich Suarez ist, nimmt den fest. Weg damit. Ist es Suarez oder? Wenn es Suarez ist, wenn es Suarez ist, machen wir das auch, weil der hat sowieso noch ein Gespräch mit Ali danach, mit Fischer. Der soll mich in Ruhe lassen. Der kriegt Leitstellenverbot danach. Ja, gut so. Weg mit dem. Der hat sich auch eben im PD genommen wie eine letzte Drecksau. Wir haben es mitbekommen, wie der abging. Code 3S. Ja, genau. Fahrt langsam an. Wenn er wegfährt. Wenn das Suarez sich schmördet, ne? Boah, am liebsten wollte ich ihn umklatschen, am liebsten, ne? Aber ich mach es nicht. So, für euch zur Info, schwarzer Drifter mit Pommes-Tüte gleich links in dem Haus. Wir fahren vor. Auf dem Hof steht da. Ihr fahrt von Süden an. Wir fahren von Süden an. Ja, und dann direkt da gegenüber das Haus, da wo die große Einfahrt ist. Da steht auch ein rotes... Weiter. Jetzt links das Auto. Das Auto! Wenn das Suarez ist, ne? Fest! Fahrer aussteigen. Ist das Suarez? Zu uns rüberkommen. Ich glaube, ich bin das gleich. Ich habe meinen Ausweis gesehen. Wie gesch. Wenn das Suarez ist, festnehmen, der soll sich von mir entfernen. Ich habe meinen Ausweis gesehen. Bitte, das ist Suarez sein. Bitte. Der soll sich weg. Der fährt die ganze Zeit immer hier rum. Bingo. Ist das Suarez? Bingo. Weg mit dem! Weg mit dem! Weg mit dem! Die sollen da bleiben. Oder? Wen rufst du an? Ich rufe Fisch an. Ich rufe Fischer direkt an. Ruf Fisch an! Weg mit dem! Wer soll mich in Ruhe lassen? Ja, mach ich. Boah. Ich rufe Ali an. Ich lege auf, bis später. Danke! Ciao. Kollegen sind gerade schon bei. Gegenüber wieder an. Und der stalkt hier und der hat jetzt richtig Arschkarte. Fischer kommt und Ali! Da sind schon zwei Einheiten vor Ort. Er hat das gleiche Oberteil an wie der Schwein. Und die haben Ausweis gesehen und O'Connor sagte Bingo! Ja, O'Connor ist. Ich sag ihm Bescheid, dass er hier die Infos zukommen lassen soll. Yo! Er telefoniert jetzt. Bitte, ciao. Warte mal, ich krieg einen Anruf. Ja, Reuter? Wo steckst du? Bei mir auf dem Dach. Bei dir auf dem Dach, komm mal bitte hinten runter zum Pool. Ja, komm mit.
Zum Pool? Meinst du? Hä? Ja. Bei mir am Pool? Ja, wir sind hinten in. Das ist doch der längliche. Hä, wohin meinst du? Bist du im Dienst oder was? Bin im Dienst. Bist du gegenüber vom Haus? Im Haus? Ja. Ich komm mal runter, Forrest ist ja bei mir. Ja, das ist klar, lass mal ist das mal. Ist das Benno Soares? Da darf ich dir so jetzt nichts drüber sagen. Ja, wenn das aber ich möchte gerne mit dir einmal, reden. Ich komm rüber. Ich soll... Ja, mach ich. Ich leg kurz auf, wir kommen nach vorne. Ja, ich bin hier, ja. Ist das Benno? Bleib mal drüben auf der anderen Seite. Ist das Benno? Fischer und alle kommen. 608 ist das genau, das ist Benno Soares. 607. 607. 7, 7. Es ist Benno, weil du zur Arschkarte gezogen. Der. Boah. Ganz kurz von dir, was ist hier vorgefallen? Er hat eine Anzeige kassiert gegen Stalking. Er soll mich in Ruhe lassen, das stalkt mich seit Tagen. Für euch zur Info, gibt die Infos direkt an. An Sternburger weiter. Jan Sternburger. Da ist er doch schon. Oder nee, doch nicht, Anzeige Fischer. Boah, der soll sich bloß von mir entfernen. Der weiß auch schon Bescheid. Also, das ist der Herr geredet. Hallo. Werkstatt ist der ja. Herr. Wo wohnen Sie? Ich wohne direkt da. Das Haus gegenüber. Hallo? Mit der Einfahrt da. Da wohne ich. Der stalkt mich seit Tagen. Da hab ich auch eben 10 Minuten, bevor der hier aufgetaucht ist, angerufen. Herr Forrest ist mein Zeuge. Ich habe gerade eben wieder einen Screenshot davon gemacht, wo er mich angerufen hat. Ich habe heute eine Anzeige gestellt gegen Stalking. Soares, ne? Ja, Benno Soares. Benno Soares. Ich hab den Ausweis abfotografiert. Boah. Ich will zahlen. Halbzeit. Herr Soares. Was machen Sie hier? Sie sollen sich von der Dame fernhalten. Was verstehen Sie daran nicht? Was? Ist es nicht nach 0 Uhr? Ja, ist es. Wie sollen Sie passen Sie auf, Herr Soares. Ich sage Ihnen das jetzt einmal. Sie haben Ihren scheiß Job schon verloren. Und ich sorge dafür, dass Sie Ihre scheiß Freiheit noch verlieren. Ja, da kriegen Sie noch Bescheid. Ist vorbei. Doch. Ich sorge dafür, dass Sie einfach nur noch gesiebte Luft atmen. Lassen Sie die Finger von der Dame. Halten Sie sich fern davon. Oder sollen wir Ihnen einfach eine scheiß Fußfessel geben, dass wir jedes Mal orten können, wo Sie sind? Dann schleifen wir Sie erstmal vor Gericht. Dann gibt es eine einstweilige Verfügung. Dann landet es erstmal im Knast. Dann gibt es eine Fußfessel. Regelmäßiger Besuch bei Ihrem Bewährungshelfer. Wollen Sie das alles? Oder wollen Sie es nicht? Die Dame will nichts von Ihnen. Gehen Sie aufs Tinderfeld. Oder was weiß ich. Oder irgendeine osteuropäische Hure aus dem Katalog. Lassen Sie die in Ruhe. Ja, sie fühlt sich belästigt von Ihnen. Der hat gelitten. Weißt du, wie gut das gerade tut? Glaube ich eben. Was ist denn dran? So, das ist also. Das wird definitiv jetzt schon rechtliche Konsequenzen haben. Wenn Sie aber weiter damit machen oder sonst was, dann schalte ich mich persönlich damit ein. Und dann haben Sie wirklich. Glaub mir, darauf haben Sie keinen Bock. Das wollen Sie nicht. Lassen Sie die Dame in Ruhe. So, die Kollegen werden jetzt nochmal von Ihnen Personalien aufnehmen, eine Aussage aufnehmen, etc. Ja, aber die Maßnahme ist noch nicht durch. Das wird Ihnen gleich noch erzählt, was passiert, ja? Bleiben Sie hier. Das ist gut. Hallo. Hola. So, haben die Kollegen schon aufgenommen jetzt, Anzeige, etc.? Irgendwas noch zu sagen? Herr Sternburger hat die Anzeige übernommen, ist telefonisch. Wo ist der Herr Sternburger? Der kommt gerade. Achso. Nee, oder? Nee, ist doch... Nee, der müsste da eigentlich mit drin sitzen. Okay. Okay. Nee, weil ich habe heute eine Anzeige gestellt gegen Stalking und auf einmal um 0.12 Uhr ruft er mich wieder an. 10 Minuten später taucht er hier auf. Somit habe ich gesagt, ich rufe die Leitstelle an oder eher gesagt den O'Connor, die SD82, weil die Leitstelle in dem Moment nicht erreichbar war.
Ich sag mal so, er ist auch vorbeigefahren, hat kurz vor der Einfahrt angehalten, hat dann wieder Vollgas hochgegeben und hat er gedreht und ist mit Vollgas wieder runter, hat dann wieder angehalten und hat sich direkt in die Einfahrt gegenüber gestellt. Und steht seitdem dort und wir haben uns halt auf mein hier Garagendach gesetzt, um das Ganze hier zu beobachten und ja. Weil er war gestern schon auf meinem Grundstück, hat gesagt, ich suche meinen blonden Straßenköter, um dem ein paar Manieren beizubringen. Er meint mich damit, er soll mich in Ruhe lassen. Es geht seit Tagen so mit dem Stalking. Seit Tagen, er lässt mich einfach nicht in Ruhe. An die Akte halten, Sie können weiterziehen. Er soll mich einfach in Ruhe lassen. Anzeige ist ja sowieso gestellt, ne, Sternburger? Ja, aber ja. Wenn wir da das so schnell nicht hinkriegen, dann müssen wir da relativ morgen schnell mal mit dem Richter drüber reden. Ja, der Richter ist ja nicht da. Ich habe heute Verfügung für Kontaktverbot. Herr Sternburger, nehmen Sie nochmal auch diese Situation alles auf. Den Anruf bitte noch einmal protokollieren. Sie haben den ja im Verlauf, richtig? Verlauf jetzt nicht, anrufen? Aber ich habe das gesehen, habe das so. Sie wurden noch angerufen, haben Sie gesagt. Ja, im Verlauf ist es leider nicht drin, aber ich habe einen Screenshot gemacht um die Uhrzeit, wo er mich angerufen hat. Ja, nimm sie einfach alles auf, was geht. Ja. Dass wir da morgen mit dem Richter relativ schnell ein Kontaktverbot machen können. Ich habe heute schon mit einem Anwalt geredet. Der Anwalt sagt, der Richter ist leider krank. Ja, dann nimm mal einen Staatsanwalt oder sonst was. Der Herr McIntosh ist gestern auch rumgerannt. Der kann das auch. Ja, dann machen wir das oder so, heute. Weil ich will auf jeden Fall, dass er wegbleibt vor mir. Ich habe richtig Angst vor dem, wenn ich noch nicht mal bei mir zu Hause sicher bin. Das kann doch nicht sein. Bleiben Sie erstmal bis morgen immer in Begleitung, sind Sie ja, glaube ich, oder? Wer ist das hier? Wer der Forest, SCI-90. Achso, okay. So ein Kollege. Ja, in nicht alleine unterwegs sein, vor allem im Dunkeln nicht alleine unterwegs sein. Und morgen machen wir das mit dem Staatsanwalt in Ruhe. Ja. Heute Türen definitiv abschließen, Alarmanlage anmachen. Und Telefon und ihre Dienstwaffe. Ich fühle mich geehrt, dass gleich also so viele Kollegen mich bewachen. Ex-Kollegen, ja? Meinte ich. Vielleicht wäre es besser, wenn du da in die Klappe hältst. Ja. Okay. Ja. Sie nehmen alles auf? Ja, ja, klar, natürlich. Wunderbar. Dann machen sie mal. Und da drüben dann auch alles. Wir brauchen definitiv alles denn für den Staatsanwalt, damit er das schnell, relativ schnell erwirken kann. Ja. Ja. Ich weiß schon. Alles gut. Ja. Du hast er hier jetzt. Sternburger, ja, genau. Hier, kannst du auch direkt vom Forst mit aufnehmen, weil er ist direkt die ganze Zeit bei mir geblieben. Kommen Sie mit, Frau Koster. So, hast du den Screenshot mal? Schickst du mir über Bluetooth? Ich sehe, mach ich, warte einen Moment. Es ist halt nur da, wo er wieder angerufen hat, ne? Schüchter sind die Anzeigen zu, ja. Davon hast du dir ja einen Auszug gemacht, das siehst du ja dann. Ja, 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 Logo, warte, ich muss das Screenshot wieder hochladen. Dumm gelaufen. Deswegen habe ich dich eben auch angerufen, dass er schon wieder hier war. Du hast mich ja leider weggedrückt. Ja, bitteschön. Siehst du mal, welche Uhrzeit das war? 0:12. Bitteschön. Was bekommen? Ja, ja, klar. Bist du eigentlich da schon mal rangegangen? Nein, extra noch nicht. Weil der, wenn ich hier dran gegangen wäre, hätte der bestimmt wieder Scheiße gelabert. Den Mist will ich mir nicht antun. Ich habe den weggedrückt. Kurz danach ist er hier aufgekreuzt. Kannst du Forrest fragen? Kurz danach ist er aufgekreuzt. Ja, der Anruf kam und ja. So gefühlt. Minuten, ja, so 10 Minuten ungefähr gefühlt. Vor, so. Vorbeigefahren, nach Norden hoch. Ich habe dann schon gehört, wie er oben wieder gedreht hat. Und genau in dem Augenblick ist er auf unsere Fahrbahnseite über und ist dann hier in die Einfahrt rein und stand da 5 Minuten. Und wir haben uns hier auf den Garagendach Dach vor mir hier, hinter dir das kleine Dach, wo die Garage steht, ist, haben uns draufgesetzt und haben das Ganze beobachtet. Auf einmal hat er sich da hingestellt. Dumm gelaufen für den. Ich wusste doch, dass wir den jetzt direkt dran kriegen. Weil es so blöd ist und das schon wieder macht. Zum Glück bist du hier geblieben, Forrest. Weißt du, wie schnell ich O'Connor angerufen habe? Weißt du, wie schnell O'Connor es in den Wiege geleitet hat, hier? Sterni. Oh, Moment, Wiedersehen, Herr Fischer. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder im positiven Sinne. Was haben sie gesagt? Man sieht sich bald wieder im positiven Sinne. Sie wollen mich sehen? Nein, im positiven Sinne habe ich gesagt.
Ich glaube nicht, dass ihr, wenn sie ihren Lebensstil so weiter fortführen, dass es positiv wird. Bevor wir zu dich stellen, wir deine Anzeige. Wir sollten aufpassen, Herr Soares. Deine Handynummer in die Anzeigen reinschreiben. Jo. Ich hab sie zwar immer, aber ich schreibe einiges, das sagt ihm gleich der Herr Sternburger. Ja. Der Herr Sternburger sagt ihm das gleich. Der Kollege, boah, der da hinten steht mit der Mütze. Einfach abwarten. Boah. Wisst mit der Polizeimütze. Wisst ihr gerade, wie gut das tut? Tut gerade richtig gut. Gut, damit auch Katja der. Ich melde mich die letztlichen Tage. Ich gehe jetzt mal vor zu dem, drückt in der Ansage, dass wir jetzt. Ist das denn sein Grundstück, wo er draufsteht? Wisst nein! Du? Nein, der wohnt im Mürbeck. Ich weiß nicht, ich würde ihm sogar ein komplettes Hausverbot geben. Oh, ein schönes Wiedersehen. Grundstückverbot. Boah, Hausverbot, der hört einfach nicht auf, ne? Er kriegt jetzt einen Platzverweis für hier für 24 Stunden von mir. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Wenn er wieder da hier ist, dann ruft er mich an und dann nehme ich ihn fest. Ich meinte, das muss sie machen, weil sie im Prinzip auf dem Grundstück kommt. Weil sobald er nur einen Fuß drauf kriegt, haben wir Hausfriedensbruch. Oh, ich muss das darum schnell loswerden, dann kann ich. Habt ihr dem schon Haus Grundstückverbot erteilt? Nein, noch nicht. Ich habe extra euch erstmal angerufen, bevor hier irgendwas passiert. Weil ich hatte Angst auszusteigen, weil das mir was tut. Kurz mit der Luft, lass mich mal kurz erklären. Das macht jetzt bitte einer von euch, wer auch immer das Vorkaufsrecht da hat. Es spielt keine Rolle. Grundstückverbot erteilen, mündlich. Da stehen Polizisten, ihr seid Zeugen, sie hören. Ja. Ja. Wer es von euch macht, weiß ich nicht. Dann ich. Aus. Musst gut. Du machen, ich stehe hier nicht drauf. Kommst du bitte mit? Das wäre jetzt kommt. So, Herr Suarez. Also ich möchte. Nee, Herr ich sage ja jetzt gar nichts mehr. Ich höre ja auch nicht zu, wenn die in Anwesenheit ist. Das ist schön, dass ihr. Ich muss dir was sagen. Bitte. Dann halt du, die Backen, du hast mir gar nichts zu verbieten, hallo, Benno, ganz einfach, solltest du dich noch einmal hier nähern. Dreh dich um. Du hast mir nichts zu sagen. Hallo, ey, Suarez, reihen Sie sich zusammen, Frau Costa, Ihre Anliegen. Benno, du hast hier nichts mehr zu suchen, du hast mein Haus. Halt deine Klappe jetzt einfach. Du hast mir das nicht zu verbieten. Du hast auf mein Grundstück nichts mehr zu suchen. Solltest du noch einmal drauf treten, wird noch mehr auf dich zukommen. Geh zurück. Was hast du gesagt? Das reicht, Frau Costa. Es hat gereicht. Die Kollegen hier vor Ort haben das gehört. Ich habe nichts verstanden. Das ist natürlich, haben sie das nicht gehört. Verstanden? Die haben das schon so sehr deutlich verstanden. Nein, ey, Bruder, ich nehme an, die ganzen Polizisten haben das hier gehört. Oder, Frau Costa, Herr Paul, Sie gehen wieder auf Ihr Grundstück. Ich werde mich um den Rest kümmern. Herr Suarez, ich nächstes Mal nuscheln Sie bitte nicht so, ne? Herr Suarez, hören Sie mich. Wir warten hier noch. Wir gehen rüber. Ja, warten noch wegen der Anzeige noch. Aussage und so. Ja, wir gehen aber rüber. Weißt du, wie gut das gerade tut? Oh, es tut gerade so gut. Und vor allem wird, wie Scherne gerade gesagt hat, er wird sich die Tage melden. Ja, aber er will noch die Anzeige weiter erweitern, deswegen, wegen deiner Aussage noch. Ja, er hat meine Telefonnummer, er meldet sich die Tage. Aber das muss er gerade noch aufnehmen. Oder warte mal, hat er das schon...